neue Halle oder ganz alte Halle, wie man es nennt. Neues Glück hoffentlich. Eingangsdoppel 1-1. Das lag aber mehr daran, dass das zweite Doppel mit einem Ersatzmann spielen musste, sehr, sehr kurzfristig. Hat sein Bestes gegeben, aber ist natürlich nicht mehr auf dem Trainingsniveau, das man für Regionalliga eventuell brauchen könnte, vor allen Dingen, wenn starke Gäste in der Halle sind. Florian Seitz an der Seite von Matze Danzer. Das ging ganz schnell 0-3 weg, dafür das andere Doppel umso sicherer mit Hannes Hörmann und mit seinem ungarischen Partner, dem Neuzugang im Verein bei TV Hit 2, Schoma Fekete. Und genau diese Fekete ist jetzt dran im Spitzeneinzel. Als Zweier des Teams kommt er gleich gegen den besten Mann aus Thalkirchen. Das sind nämlich die heutigen Gäste am Samstag, 30. Oktober 2021. Wie gesagt, beim Stande von 1-1 für Kiel gegen, ich glaube, gegen Weber spielt er. Aber ihr seht das ja oder habt das schon gesehen am Titel des Videos. Die gegnerischen Leute habe ich schon länger nicht mehr gefilmt. Ich erinnere mich durchaus an einen ganz großen Auftritt vom Weber bei einer bayerischen, oder glaube ich mich zu erinnern, was mein Gedächtnis gerade noch so hergibt. Das sind alles Ewigkeiten her. Also auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Viel Spaß dabei. Auf der anderen Seite gibt es dann Michael Dudek, glaube ich, gegen Hannes Hörmann. Auf einem anderen Video, nur dass er die Suchwörter dazu hat. Viel Spaß, alle Videos zu dieser Regionalliga-Begegnung von heute. Dann so spätestens ab Anfang November. Spätestens auf YouTube, Reinhard Steinbecher, Suchwort 2021, 10:30. Richter Florian Seitz.
hab durch Sie bin ich köstlich amüsiert, aber jetzt habe ich meine Brille auf. Hallo, mit Brille? Da sehe sogar ich, dass das eben nicht der Ungar Fekete ist, sondern natürlich unser Matze Danzer aus dem heimischen Mittelfranken. Spätestens beim Gegner hätte ich es merken müssen, denn da habe ich mich ja noch an den Herrn Weber erinnert und sehr wohl auch daran, dass das ein sehr hochgewachsener Spieler ist. Und dieser hochgewachsene Spieler spielt eben nicht hier, sondern am anderen Tisch gegen Hannes Hörmann. Hier ist es Michael Budig gegen Matze Danzer. So, und jetzt müssen wir es aber langsam haben. Und ich riskiere es, die Brille wieder runter zu tun, weil die hilft mir nur in ganz bestimmten Perspektiven, meistens beim Blick in den Monitor, sonst nicht. Und mal schauen, ob der Matze jetzt besser reinkommt. Das ist jetzt sehr klapper, die ist da. Die Halle ist allerdings auch sehr kalt. Thank you.
natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Dann kann mal an, wirklich, ja, das kommt halt vor, mal hier und mal da. Aber er tut halt richtig weh. Wenn man im ersten Satz nicht ins Spiel gekommen ist, und im zweiten steht plötzlich auch wieder mal rein. Aber jetzt der Satzball zum 1-1. Und das war ein ganz cleverer Aufschlag. Der kann natürlich in die Hose gehen, wenn ihn der Spieler richtig liest. Liegt er einem selber um die Ohren. Nebentisch dieser Weber, von dem ich schon erzählt habe, der Hochgewachsene, der so vor 2 oder 3 Jahren bei der Bayerischen Einzelmeisterschaft einige richtig gute Spieler aus dem Turnier genommen hat, dann glaube ich am Schluss im Halbfinale war oder im Finale, ich weiß es nicht mehr. Aber Hannes Hörmann ist da ein bisschen besser hineingekommen. Zweiter Satz. Das Ergebnis habe ich verpasst, ob er den gewonnen hat oder nicht. Hier jedenfalls nach einem guten Start in den zweiten Satz, 4 oder 5-0 für Matze Danzer, wurde es dann am Schluss noch einmal eng. Vor allen Dingen durch diesen unangenehmen Kantenball. Aber dann hat Michael Dudek doch 1-2 Fehlerchen sich erlaubt. Und 11-9, 1-1. Es geht in den dritten Satz.
Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber das hat dann schon richtig gut ausgeschaut. In diesem dritten Satz bei Matze Danzer. Und wenn es läuft, dann läuft es halt auch bei den Jungs. Ich allerdings muss mich schon wieder und noch einmal korrigieren, weil ich von hier aus beobachtet habe, dass Hannes Hörmann im ersten Satz große Probleme hatte gegen Weber. Was ich nicht mitbekommen habe, ist, dass er am Schluss den Satz doch noch gedreht hat, den zweiten aufgenommen hat, 2-0 führt, im dritten aber 4-8 hinten liegt. Und das ist jetzt amtlich. 2-0 Hörmann, 4-8 am anderen Tisch. Aber das könnt ihr alles auch auf dem anderen Video sehen. Super, der Hörmann gegen Weber. 20, 21, 10, 30. Und dann geht's hier in den vierten. Michael Dudek, Tal, Kirchen, schlägt auf. Gleich wieder zum Aufwand. Tolle Rallye. Thank you.
gepolst, vom Fuß gebacken. Für die Freunden vom Bezirksmeister. Das ja, dass die Lindenberger, wenn da die Tipps nicht aufhören, was dann? Allerdings, der erste Punkt ist gut. Es sind eher so ab und zu die leichteren Spieler, wo er einfach neben dem Ball langt und selber nicht so genau weiß, warum. Mit ein paar Tiefen, aber auch vielen Höhen. Matze Damser aus Italien zurück. Er hat ja in dieser Woche, in der vergangenen Woche, in der laufenden Woche, Montag, Dienstag etc. in Lignano in Italien gespielt, World Table Tennis Contender. Da gibt es Ranglistenpunkte für junge Leute, U19. Hannes Hörmann wollte da auch spielen, aber es hat nicht ganz geklappt, weil er irgendwie bei der Landung am Flughafen oder was weiß ich, nichts Genaues, habe ich noch nicht in Erfahrung bringen können, mit einem Typen in Kontakt gekommen ist, der bei dem dann Corona festgestellt wurde und dementsprechend musste dann auch der Hannes 3 Tage im Hotelzimmer verbringen, in Quarantäne. Und dann war für ihn das Turnier gelaufen. Man sieht also, das sind schon ganz erhebliche Geschichten, die da passieren in der Corona-Zeit. Für so junge Menschen, wenn man sich vorbereitet ohne Ende, spielerisch und auch mental natürlich, und sich freut auf ein Turnier und die Chance hat, da Punkte zu machen. Und Hannes Hörmann ist ja in guter Form, hat beim letzten Contender viele Punkte gut gemacht in der Weltrangliste, ist jetzt glaube ich so nochmal 76 und da jetzt nochmal einen Schub geben können, Corona war dagegen. Und jetzt momentan kämpft er glaube ich bald im 5. Satz, aber das muss ich erst noch rauskriegen, gegen Weber, gegen die Nummer 2 eigentlich nur. Der Karl Kirchner.